das ist so ein schweres Thema, ohne Scheiß wirklich. Ich werde hundertprozentig nicht die richtigen Worte dazu finden, aber mache ich trotzdem. Auf jeden Fall zu dieser Kanyavi-Thematik. Bro, gefühlt die ganze Welt hat zu mir gesagt, Bruder, wann reagierst du drauf? Bro, wann kommt Statement? Wann gibst du dir das Statement? Wann kommt die Reaction? Guck mal, ich sage euch ehrlich, Freunde, nicht böse gemeint, aber ich denke, aus dieser Sache werde ich mich raushalten. Ich denke auch, egal wie wir über diese Witze lachen und diese Memes mitnehmen und das unterhaltsam finden, aber ich glaube, es ist mies unpassend, wenn ich drauf reacte oder dazu was sage, Bro. Guck mal, was zwei Menschen miteinander abgemacht haben und in eine islamische Ehe eingegangen sind, damit habe ich nichts zu tun. Also ich, Bro, egal wie ich drauf reacte, ich, guck mal, ihr müsst euch das in eurem Kopf vorstellen. Wirklich, imagine, das wären eure Eltern. Dein Vater und deine Mutter sind da einfach und machen gegen sich gegenseitig Statements. Und ich, eine dritte Person, die nichts damit zu tun hat, setze sich hin und reagiert drauf. Bruder, in was für einer Welt leben wir hier? What the fuck, in was für einer Welt leben? Was habe ich damit zu schaffen? Also, was soll ich überhaupt dazu sagen? Was für einen Mehrwert biete ich mit meinem Kommentar? Jeder Mensch ist unterschiedlich, jede Ehe ist individuell. Alle Leute können nicht behaupten, dass irgendwie wir komplett gleich sind oder es einen goldenen Maß einer Sache gibt, wie sich Mann und Frau miteinander zu benehmen haben. Deswegen, ich habe damit nichts zu schaffen, ich habe damit nichts zu tun. Es ist seine Frau, seine Ex-Frau oder was auch immer. Er ist ihr Mann, ihr Ex-Mann, was auch immer. Bruder, wenn die sich getrennt haben, tut es mir sehr, sehr leid. Natürlich, das ist islamisch gesehen auch was unnormal Trauriges, aber mein Kommentar, mein Senf wird der Situation in keinster Art und Weise weiterhelfen. 0,0% wirklich. Man muss wirklich am Ende des Tages zugeben, guck mal, eine Sache will ich nur sagen. Er setzt sich hin, er fuckt sich ab über Leute, die sich in sein Leben einmischen. Aber da frage ich mich eine Sache. Wenn dich schon diese Sache abfuckt, wieso setzt du dich dann hin und machst das Thema noch größer, als es ist? Du machst es ja publik, indem du Leuten einen Zugang dazu gibst und noch mehr Informationen schöpfst. Also dadurch hast du es ja noch schlimmer gemacht, ne? Und dadurch ist es noch größer geworden. Dann hast du noch ein zweites Statement gedreht, wo du dich dann noch mehr über diese Gerüchte und ganzen Sachen, die Leute schreiben, abfuckst. Am Ende des Tages, Bruder, du stehst in der Öffentlichkeit. Du musst dich damit zurechtfinden, dass es Leute geben wird, die über eine Sache reden werden, die du publik machst. So, egal ob es jetzt Nazar, Auge oder sonst was ist, du musst damit rechnen. Ob ich jetzt einkaufen gehe, mir eine neue PlayStation kaufe oder meine Frau zeige oder sage, dass ich verheiratet bin, es wird Leute geben, die einfach Gerüchte stiften, über mich irgendwas reden und so weiter und so fort. Egal ob es 1, 5 oder 10 Leute sind. Und wenn ich darüber dann spreche und mich entscheide dazu, etwas zu sagen, muss ich entweder extrem vorsichtig sein oder einfach meine Fresse halten, Bro. Weil wenn du dann darüber anfängst zu reden und dann diskutierst, dich rechtfertigst und so weiter und so fort, wird es niemandem weiterhelfen. Es wird niemandem helfen. Es wird nur noch mehr Gerüchte in die Welt bringen, noch mehr Hass. Und du siehst ja, wozu das führt. Egal, wie weit es dich jetzt gebracht hat, du siehst ja, was die Leute schreiben und sagen, ey, Khan hat das gemacht, seine Frau hat dies getan und seine Frau hat jenes gemacht. Bro, am Ende des Tages, egal, wer davon profitiert hat, ihr habt beide davon Schaden genommen. Und das ist einfach traurig und das ist unnötig, Bro. So, ihr hättet das einfach unter euch ausmachen sollen. Und wenn du nicht weiterkommst oder wenn du das nicht klären kannst, dann ist es halt so. Aber du kannst nicht immer wieder deine Reichweite für alles Nötige benutzen, um in deinem privaten Leben weiterzukommen. Was ist das denn, Bro? Das ist ja nicht irgendein Schwert, was ich benutze, um Leute in Real Life aufzuschlitzen. Also so sehe ich das. Also am Ende des Tages, keine Ahnung, Chat. Das waren so ein bisschen meine Gedankengänge. Denken wir so, Khair, inshallah. Ein Ding liegt mir noch wirklich auf dem Herzen, was ich unbedingt sagen möchte, Chat, ne? Ihr habt damals mitbekommen, boah, gar keinen Bock, dieses Thema überhaupt aufzumachen. Boah, ich krieg Würgereiz, wenn ich das aufmache, wirklich. Ihr habt aber damals mitbekommen, Alim und Maestro hatten ja diesen Streit, ne? Diese Auseinandersetzung, diese Probleme und wirklich, es war gefühlt das Unangenehmste, womit ich jemals überhaupt konfrontiert wurde, seitdem ich im Internet stehe. Und die Person, die dann darüber irgendwie 20 Reaction-Videos gemacht hat und so weiter und so fort, die ich bewusst kritisiert habe, weiß eh jeder, guten Morgen, war ja Kanyavi. Ich habe ihn ja kritisiert, ohne Namen zu nennen. Er hat ja dann sogar Videos gegen mich gemacht, wo ich einfach nicht drauf eingegangen bin, weil es für mich Kinderkacke ist, Bro. Ich schwör's euch, wenn ich zu einer Person was sage und diese Person antwortet mir irgendein Müll, bin ich einfach manns genug, um es zu ignorieren, weil ich mir denke, Bruder, die Punkte, die du da nennst, du machst dich selber einfach nur lächerlich. Ich könnte natürlich antworten, indem ich die Person noch weiter runter mache, aber ich habe einfach drauf geschissen. Auf jeden Fall, für die Leute, die es interessiert, was da abging, ich habe ihn ja kritisiert. Und dann hat Kanyavi plötzlich angefangen, gegen mich sogar Videos zu machen, ne? Bro, er hat sogar gegen mich Videos gemacht und mir gesagt, guck mal, ey, jetzt, ich habe sogar Beweise, ich kenne sogar Leute, die irgendwelche Stories von Mois gehört haben und wissen, was der getan hat, dies und das, und ich kann die herbringen, ich kann mit denen Interview machen. Ich denke so, Bro, wie unnötig, was hast du damit überhaupt zu tun? Wer bist du? Wer bist du, Bruder? Kennst du Alim? Kennst du mich? Wieso mischst du dich da überhaupt ein? Hat dich jemand
jemand als Richter beauftragt oder Person, die jetzt bestimmt über die absolute Gerechtigkeit. Nein, hat niemand. Und jetzt kommt der lustige Plot-Twist an der ganzen Sache. Dieser Mann setzt sich jetzt hin, redet über seine Ehe und ich schwör's euch, ich habe so Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe. Er hat sich abgefuckt über Leute, die Sachen über ihn erzählen, die nicht stimmen. Er meinte, wieso mischt ihr euch in mein Leben ein, obwohl ihr nichts damit zu tun habt? Und ich dachte mir dann, Bruder, wie paradox ist es, dass du dich über diese Leute aufregst? Aber genau vor ein paar Monaten saßt du in deinen Reactions und hast doch genau diese Gerüchte über Alim gesträubt. Egal, ob man jetzt meinen Bruder mag, hasst oder was auch immer. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Ich verteidige ihn nicht auf Krampf. Aber es ist doch am Ende des Tages dasselbe, Bro. Ob die Leute Gerüchte über dich erzählen, obwohl sie nichts mit dir zu tun haben, oder ob die Leute Gerüchte über meinen Bruder erzählen, wie du zum Beispiel, der nichts mit ihm zu tun hat. Also, wieso machst du das dann selber, verstehe ich nicht. Und das war einfach mein erster Gedankengang und so ein Stein, der mir auf der Seele lag, ohne Scheiß, den ich unbedingt nach außen tragen wollte. Und ich hoffe, ihr könnt mich nachvollziehen, wieso ich das sage. Aber wallah, sogar am Ende des Tages, ich habe nichts gegen ihn. Ich habe nichts gegen einen Khan, Bro. Ich habe nichts gegen seine Ehefrau. Also, es liegt gar nicht in meiner Macht, ein Statement über seine Frau oder ihn zu haben. Bruder, die sollen beide machen, was die möchten. Die sollen glücklich sein. Ich wünsche denen nur das Beste, ohne Scheiß. Aber das ist so einfach etwas, da merke ich sowas Paradoxes, Doppelmoralisches. Wenn es bei jemandem selber passiert, fuckt es einen ab. Aber wenn es bei anderen Leuten passiert, supportet man und stützt es sogar selber. Und das war das, was mich unnormal aufgeregt hat, wo ich wirklich 0,0 Verständnis dafür habe und wo ich einfach merke, wie verheuchelt diese Menschheit doch ist, ohne Scheiß. Wichtig und richtig, du Löwe. Wow, gerät wie ein Löwe. Abu, mashallah. Dankeschön, Freunde. Freunde, aber ich will nur, dass man wirklich am Ende nochmal versteht, um das klar auszudrücken. Bruder, ich bin nicht für Hate gegen irgendwen. Ich will auch niemanden runterziehen. Ich wollte auch niemals jemanden erniedrigen, egal wie es schien. Bro, ich bin einfach am Ende des Tages nur ein Mensch. Ich habe meine Emotionen, ich habe meine Gefühle. Und manchmal sage ich einfach meine Meinung, das, was mir auf dem Herzen liegt. Aber ich habe wirklich keine böse Absicht dahinter, Bruder. Ich weiß, es ist vielleicht für manche Leute schwer zu glauben. Und manche Leute kennen mich vielleicht nicht so gut. Und aufgrund dessen denken sie gewisse Dinge. Wie zum Beispiel auch ein ABK in Vergangenheit. Aber wallah, auch gegen ihn wollte ich gar nichts, Bro. Ich wollte ihm nichts Böses, ich wollte ihm nichts Schlechtes. Wenn ich etwas kritisiere und anspreche, dann dient es einfach nur dazu, wenn ich in gewissen Themen einfach eine Problematik sehe und diese aufmachen will, weil ich es für richtig und wichtig empfinde, ne? Aber am Ende des Tages, Bro, es war niemals mein Ziel, irgendwen zu attackieren oder runterzumachen. Auch jetzt bei Khan, ja, wie nicht, Bro. Deswegen, ja, ich denke mir so, Khair, inshallah. Also, das waren so meine Gedankengänge, die ich im Kopf gehabt habe auf süß.